jetzt hast du Diabetes, jetzt geht erstmal nichts mehr, am besten kein Sport. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sport ist extrem wichtig. Wir sind der FC Diabetes, ein sehr junger Fußballverein, der jetzt gerade ein Jahr alt ist. Und unser Ziel ist es, dass die Kinder spielerisch den Umgang mit Diabetes lernen und dabei auch Spaß haben. Mein Sohn hat auch Typ 1 Diabetes, seitdem er 4 Jahre alt ist. Das war aber letztlich meine Motivation, dass ich hier in dem Verein aktiv werde. Was sich die Kinder bei uns wünschen, ist, dass sie nicht irgendwie aufgrund ihres Diabetes besonders sind in irgendeiner Form, sondern dass sie einfach betrachtet werden wie jedes andere Kind auch. Hier können wir sogar Spitzensportler werden, wie Julia bei uns, die bereits in der Bundesliga spielt. Die großen Turniere sind auch immer ein großes Highlight und vor allem die Gemeinschaft und der Zusammenhalt ist einfach toll hier zu sehen. Du weißt, du bist hier nicht alleine und alle sind für alle da und es macht sehr, sehr großen Spaß hier. Viele Kinder wünschen sich, dass die Technik mehr Dinge von selbst übernimmt. Und deswegen arbeiten wir bereits jetzt mit diabetologischem Fachpersonal eng zusammen und suchen den Kontakt zu Universitäten. Und das geht aber nur, wenn wir personelle und finanzielle Unterstützung haben. Wir freuen uns über jede Unterstützung menschlicher und finanzieller Art. Und das wollen wir auch verwenden, um unser erstes eigenes internationales Fußballturnier Ende Oktober auszurichten, wo auch 5 verschiedene Nationen mit teilnehmen und um einfach die Kinder und die Gemeinschaft mit den Eltern und den Familien weiter voranzubringen.